Der Berghof Giebacht liegt im Endeffekt genau am Scheitelpunkt zwischen Furtwangen und Waldmünchen. Im Jahr 2003 habe ich den Berghof Giebacht als Pächter übernommen. Mein Name ist Ralf Wenzel. Ich bin gelernter Glasapparatebläser und habe seit den letzten 15 Jahren, seitdem ich hier bin, das Thema Glas immer mehr in den Vordergrund geschoben. Und der ganze Berghof ist mittlerweile, glaube ich, schon ein Paradies für Glas. Rund um den Berghof habe ich in der Scheune das Glasstudio für mich aufgebaut, also wo ich einen Fusing-Ofen betreibe, wo ich mehrere Möglichkeiten habe, Glas zu schleifen und wie auch immer, also einfach die Veredelung von Glas voranzutreiben. Meine kleine Galerie oben im ersten Stock, die ist natürlich immer mit Glas bestückt, weil Eigenprodukte werden natürlich immer ausgestellt. Die Faszination Glas ist bei mir schon als kleiner Junge gelegt worden. Über 8 Generationen ist in meiner Familie Glas verarbeitet worden. Einfach dieses Fließen des Materials, dieses Feuer, dieser Glanz, den das flüssige Glas hat. Wenn man dann einmal so ins Glas reinschaut und man sieht dann so diese Brillanz und diesen Glanz. Der Berghof Giebacht gehört ja mit zur Glasstraße. Dieses ganze Gebiet Bayerischer Wald oder dieses Grenzgebiet hat doch so viel Reize und so viel Schönheit. Und über diese Glasstraße kann man einfach den Leuten das nahe bringen. Es kommen immer wieder Besucher, die die Glasstraße abfahren und sich da einzelne Punkte raussuchen. Und der Giebacht findet gerade in den letzten Jahren immer mehr Beachtung. Und 2005 kam dann natürlich mit dem Glaskreuz ein richtiger Schub, weil das gläserne Gipfelkreuz ist ja mittlerweile über den ganzen Bayerischen Wald hinweg bekannt. Ich habe damals bei der Bergwacht in Fürth im Wald angeregt, ob wir da nicht zusammen mal schauen könnten, ob man nicht so einen Giebacht-Rundweg machen könnte. Dass man einfach diese ganzen Punkte, die der Giebacht, weil der Giebacht hat insgesamt 7 Gipfel. 2005 haben wir diesen Giebacht-Rundweg initiiert. Und im gleichen Zuge ist dann auch das Glaskreuz entstanden, weil das war einer der Eckpunkte vom Rundwanderweg am Reiseck. 2007 haben wir dann noch den Leuchtturm gebaut hier oben in der Aktion. Von Menschen, für Menschen mit lauter Freiwilligen. Es hat natürlich auch sehr viel in der, sage ich mal, näheren Umgebung an Öffentlichkeitswirksamkeit gebracht. Im Jahr 2016 hat sich 70 Jahre gejährt, dass meine Familie bei der Vertreibung im Flüchtlingslager in Fürth im Wald gelandet ist. Und deswegen habe ich eigentlich im Jahr 2016, und wo diese ganze Flüchtlingsproblematik und die Leute so mit dem Hin und Her Pro und Contra Flüchtlinge, und habe dann die evangelische Kirchengemeinde in Fürth angesprochen, dass ich gerne mal eine Aktion mit Flüchtlingen machen würde und die gerne zu einem Spaziergang einladen würde. Und dass sie überhaupt einmal sehen, in welcher Gegend sie sind, dass sie überhaupt einmal verstehen, was diese Gegend überhaupt ausmacht. Also im Rahmen des Kinderferienprogramms mache ich ja immer wieder die Aktionen mit den Kindern. Das Ganze läuft unter der Bezeichnung dem Geheimnis des Glases auf der Spur. Ich zeige den Kindern dann, wie man Glasperlen macht. Sie können sich selber eine Glasperle machen. Dann erkläre ich den Kindern, warum überhaupt Glas im Bayerischen Wald, die Geschichte des Glases im Bayerischen Wald, Besiedlungsgeschichte, wie die mit dem Glas zusammenhängt. Was hier im Umfeld Giebacht-Tscherkow an Glas passiert ist, weil hier war ja eigentlich die Spiegelindustrie, die heimische Industrie. Ich arbeite ja schon, seitdem ich hier bin, mit dem Schullandheimwerk Niederbayern-Oberpfalz zusammen, weil hier haben wir in Gleißenberg, also ganz in der Nähe, haben wir ein Schullandheim, wo die Klassen eine Veranstaltung bei mir buchen können. Wird eigentlich immer sehr gut angenommen. Über den Glasstraßenpreis freue ich mich wirklich sehr. Es hat mich schon etwas überrascht im ersten Moment. Auf der anderen Seite, ich habe halt doch in den letzten Jahren sehr viele Aktivitäten gemacht, die quasi öffentlichkeitswirksam sind, gerade wenn ich so sehe, diese ganzen Buchveröffentlichungen über Wanderwege im Bayerischen Wald, wo jetzt plötzlich das Glaskreuz mit auftaucht, wo der Leuchtturm mit auftaucht. Also es wird immer besser angenommen, das Ganze, und das freut mich natürlich ungemein, und so sehe ich den Preis eigentlich als Bestätigung oder als Krönung dieser ganzen Aktivitäten, die ich die letzten Jahre hier betrieben habe.